Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute gibt es die Pombeeren für euch im Test, denn die haben eine neue Rezeptur bekommen. Yep, Pombeer hat eine neue Rezeptur bekommen. Ich bin darauf gekommen, weil ihr mir in die Kommentare geschrieben habt, dass die nicht mehr so schmecken wie früher. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe mich auf die Recherche begeben, habe auch gesehen, was sich geändert hat und bin gespannt, wie die neue Rezeptur so sich auf meinen Gaumen verhält. Also vorab kann ich schon mal sagen, zur Kartoffelstärke ist Maisstärke hinzugekommen. Kartoffelstärke ist noch drin. Früher war Sonnenblumenöl drin, das ist auch noch drin. Aber es ist jetzt auch in Anteilen, kann jetzt auch Rapsöl drin sein. Und eventuell sorgt das für einen anderen Geschmack und vielleicht auch eine andere Konsistenz. Pombeer kenne ich schon seit Ewigkeiten, auch aus meiner Kindheit, wie so viele von uns. Ich kenne auch noch die Werbung vom Frühjahr. Pombeer, wie war das, aus der Wolfbergstraße, der einzige Bär, der backen kann, hieß es glaube ich damals so. Eine richtig coole Werbung. Und was mich am Pombeer als Kind auch so begeistert hat und auch später noch als Erwachsener, war halt so dieser leicht salzige Geschmack und dass die so unglaublich fluffig knusprig waren. Ich hoffe, das haben sich die Pombeeren noch beibehalten. Deswegen habe ich auch das Original genommen, weil es ist halt einfach auch so unverkennbar im Geschmack, finde ich. Und da ist halt nur Salz dabei. Und das kann durch kein anderes Gewürz jetzt irgendwie übertüncht werden. Und deswegen öffne ich mal die Tüte. Wir gucken rein. Die 75 Gramm gibt es schon seit längerem. Die sind geblieben. Ja, das ist ja auch immer eine große Befürchtung. Neue Rezeptur, kleinere Verpackung oder irgendwie sowas. Nee, Design hat sich ein bisschen geändert auch. Aber die 75 Gramm sind uns erhalten geblieben. Und so sieht es in der Tüte aus. Auf dem ersten Blick kann ich keinen Unterschied erkennen oder erriechen. Was ich hier gerade gesehen habe, schaut mal, der eine Pombeer hat ja voll einen süßen Bauchnabel bekommen hier. Das sieht ja echt niedlich aus. Werde ich gleich mal probieren und dann mal schauen, ob die noch so schmecken wie früher oder ob sich was geändert hat. Los geht's mit dem ersten Pombeeren. Also knusprig sind die immer noch. Richtig geil knusprig. Ich hatte Angst, dass sie vielleicht irgendwie pappiger geworden sind oder so. Ich muss noch mehr essen. Ich kann mir noch keinen genauen Geschmack und keinen genauen Reim auf die neue Rezeptur machen. Ich habe auch schon lange keine originalen Pombeeren mehr gegessen. Und ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass die vielleicht nicht mehr ganz so geschmacklich intensiv sind, habe ich den Eindruck. Vielleicht sind sie ja dadurch gesünder geworden. So dieser leichte salzige Geschmack, der kommt irgendwie erst sehr spät. Und es scheint mir, aber es kann auch daran liegen, dass ich lange nicht mehr gegessen habe, etwas weniger intensiv zu sein. Und da ich kein Dauerkonsument von Pombeer bin, ist für mich die neue Rezeptur, ich empfinde sie als nicht so schlimm, muss ich sagen. Also wirklich nicht. Ich finde, die sind auch richtig geil knusprig. Ich habe von einigen gelesen, dass es so ein bisschen mehlig im Nachgeschmack sein soll. Also kann ich beim Original jetzt auch nicht feststellen. Vielleicht sieht es bei den anderen Sorten einfach anders aus. Ich erlebe sie nur als ein bisschen zurückhaltender und nicht mehr ganz so krachend wie früher. Das kann aber auch sein, dass ich da noch ein falsches Geschmacksbild abgespeichert habe, weil manchmal hat man ja so ein bisschen, wenn man in die Vergangenheit guckt, gefühlt,
hat ja immer alles intensiver und besser geschmeckt. Und es liegt vielleicht auch daran, dass es früher einfach so das erste Mal war und man diesen Geschmack dann so schön abgespeichert hat. So der erste Snack in dieser Art, dass dann noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen Retro-Feeling, noch so ein bisschen Kindheitserinnerung und dabei ist. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, es ist nicht das mega intensivste Geschmackserlebnis, aber auf einer Skala von 1 bis 10. Schaut mal, ich höre mir die hier so weg. Würde ich dir noch 8 Punkte geben. Früher hatte ich so als 10 abgespeichert, aber immerhin noch 8. Und ich finde die echt nicht schlecht. Deswegen 8 Punkte für die neue Pombeeren-Rezeptur, also für die Pombeeren, so wie sie mir jetzt schmecken. Bei der Rezeptur ist man wahrscheinlich echt geteilter Meinung. Jetzt auch unterwegs, klar. Sonnenblumenöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl ist ja teuer. Wahrscheinlich hat man deswegen so ein bisschen auch mit Rapsöl kompensiert, könnte ich mir vorstellen. Und hier oben könnt ihr übrigens den Kanal abonnieren für noch mehr Infos. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare zu den neuen Pombeeren. Daumen nach oben würde mich freuen für das Video. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder im nächsten Video vielleicht. Tschüssi!